Jetzt ist besser. Jetzt ist Namaste. Aloha. Geht's noch? Aloha, liebe Nancy. Das ist wirklich schön, dass du dich heute nochmal, sag ich mal, öffnest, um auch unseren deutschen Zusehern wieder mal ein bisschen teilhaben lassen an deinen Erkenntnissen. Du bist ja hier fleißig, fleißig, fleißig am Channeln, und jetzt sind wir schon wieder bei diesem Punkt Channeln. Viele Menschen sagen, ah, was Channeln, da kann man ja gar nicht beweisen, dass man tatsächlich hier Informationen bekommt oder nicht. Da muss ich jetzt dazu sagen, ich hatte vor ein paar Tagen ein Interview mit dem Dr. Gary Schwartz aus der Arizona Universität. Und ich werde das heute noch online stellen, auch dieses Interview, das haben wir gerade übersetzt. Und er sagt, es ist Ihnen tatsächlich gelungen, lange Jahre Forschungsarbeit an seiner Universität mit dieser Soul Phone Foundation tatsächlich jetzt technisch zu beweisen, dass wir mit anderen oder dass hier Spirits anwesend sind und dass man hier mit denen kommunizieren kann. Natürlich muss die Wow. Technik nur ausgeweitet, ich muss jetzt dann hier noch ja, langsam in die, ja, sage ich mal, in den Mainstream getragen werden und diese, ja, gedanklichen Hürden, die viele haben, hier zu überwinden, weil da ist ja auch Angst und Furcht und so weiter mit dabei. Wenn man jetzt tatsächlich das da beweisen kann, ist das nicht ein riesiger Fortschritt für uns alle? Was meinst denn du? Ich finde es herrlich, ja. Die Beweise kommen. Irgendjemand hat doch mal gesagt, dass die Beweise, dass es Gott gibt und etc. und all diese Wesen über die Wissenschaft kommen wird. Und ich finde das sehr spannend. Ich denke auch, dass das absolut jetzt die Zeit ist, wo man das beweisen kann. Ein gutes Beispiel ist auch der Alexander Kalin, ein lieber Freund von mir, der russische Wissenschaftler. Er ist Wissenschaftler, arbeitet an den Universitäten in Russland, ist aber gleichzeitig auch bekannt als jemand, der Energien versendet und macht und tut. Und die haben das auch wissenschaftlicher untermauert. Und ich finde das sehr, sehr spannend, dass das jetzt auch zu uns in den Westen kommt. Es wird auch Ja. Zeit, es wird auch Zeit, es ist auch die Akzeptanz. Und meine Wahrnehmung, vielleicht auch, wenn die Leute das gerne wissen möchten, wie ich unterscheide, ist es Fantasie oder channel ich wirklich? Na, das ist interessant, ja. Ja, also ich finde es eigentlich ganz einfach von meiner Seite her. Und zwar, wenn ich channele, dann versuche ich ja mein Ego, also meine Persönlichkeit, die Nancy, so weit wie möglich hinauszunehmen und wie nicht mehr nachzudenken. Und wenn ich jetzt mit dir rede, man sieht es an meiner Mimik, ich muss wie nachdenken, wenn ich was sage, oder? Ich muss meine Gedanken ordnen, relativ schnell und rede mit dir. Beim Channeling ist es so, dass ich beobachtet habe, wenn ich mittendrin bin, ein Wort, ein Satz fliegt nach dem anderen meistens. So schnell kann ich gar nicht denken. Also dann merke ich manchmal, dann ist das für mich so eine Art Beweis, das kommt dann wirklich dann durch. Und wenn ich mir die Videos dann im Nachhinein anschaue, dann sage ich auch manchmal, ah, das wurde gesagt, das wusste ich gar nicht. Jetzt habe ich auch wieder was gelernt. Ja, der Dr. Gary Schwartz hat ja auch gesagt, das Interessante ist ja dabei, dass man eben Informationen bekommt. Er sagt auch, manche Medien, nicht alle, aber viele Medien oder manche Medien, die auch er testen durfte, er sagt, die sind halt echt, und diese Fähigkeiten, hier Informationen abzugreifen, die sie gar nicht wissen können, eben von verstorbenen oder unbekannten Personen, das ist halt phänomenal. Und das, glaube ich, war auch der erste Schritt, was sie ja gemacht haben, herauszustellen, sind denn alle Medien nur Fake oder gibt es tatsächlich welche, die das können? Und wenn Medien das können, also Informationen auszulesen, das ist das, was ja du auch über dieses Channeling machst, Informationen, die dir gar nicht, also da können ja die Leute nicht sagen, ja gut, das war eigentlich im Unterbewusstsein abgelegt oder irgendwo anders, und es geht ja nur ins Wachbewusstsein. Naja, wenn ich keine Information zur Verfügung habe, kann ich es auch nicht aus dem Unterbewusstsein irgendwo abgreifen, sondern dann kommt es ja von woanders her. Also es ist so, man muss da natürlich auch noch etwas unterscheiden lernen. Es gibt verschiedene Systeme, wie wir Informationen an Informationen kommen. Das eine ist sogenannte Telepathie, also ich gehe sozusagen in Resonanz mit meinem Gegenüber und greife sozusagen seine Gedanken auf. Das ist eine Möglichkeit. Eine weitere Möglichkeit ist, dass ich wirklich direkt ins Feld, in die sogenannte Akasha-Chronik gehe. Die ist ein bisschen globaler. Das kann man sich so vorstellen, dass Menschen, also alles, was wir gedacht oder getan haben, wird hier in diesem Feld gespeichert und dass man diese Informationen abruft. Und dann gibt es natürlich auch das sogenannte Channel, Kanal sein.
dass man sich mit einer anderen Wesenheit verbindet. Und dann ist der Unterschied, dass dieser Kanal dann durch einen spricht. Muss man aber auch sagen, es läuft ja durch mich, also durch den Menschen. Das heißt, es wird wie gefiltert und übersetzt, auch von mir. Und es ist nie 100%. Also wenn ich mit einer Wesenheit, mit einem Verstorbenen oder etc. channele, dann ist der größte Teil wahr, wenn ich es schaffe, mich so weit wie möglich hinauszunehmen. Aber ich funke auch immer noch ein bisschen immer noch rein. Und dann ist es an uns, am Medium, dass er sich immer wieder überprüft während des Channelings. Immer wieder schaut, komme ich jetzt durch oder wie fühlt sich das an oder was ist da gerade da? Und dass man sich da wieder wirklich auch ausrichtet. Ja, das ist ja auch das, was die Wissenschaft ja eben ein bisschen Probleme bereitet, dass man wirklich nicht sagen kann, ja, wie viel Anteil ist da von einem selber, wie viel Anteil kommt durch. Aber wenn in Zukunft eben auch diese technischen Möglichkeiten zur Verfügung stehen, also nur technische Geräte, wo eigentlich kein Mensch gar nicht mehr involviert ist, diese Informationen bekommen kann, dann glaube ich, wird das aber nicht bedeuten, dass die Channel-Medien dann weniger werden, sondern dass sie wahrscheinlich die Ansprüche noch wachsen werden, wenn die Menschen wissen, ich kann ja plötzlich Informationsquellen anzapfen, die wir bisher gedacht haben, die wären gar nicht existent oder Hirngespinste. Ich habe deinen Channel gesehen vor ein paar Tagen, was du mit der Delfinseele gesprochen hast. Ich finde das faszinierend, denn wir wissen ja, dass diese Tiere sehr intelligent sind und du hast gesagt, die haben also noch mehr Sinne wie wir oder nutzen noch mehr von diesen Fähigkeiten, ja, Informationen aufzugreifen, die auch mit diesen nicht stofflichen oder feinstofflichen Welten verbunden sind, die auch hier Botschaften an den Menschen haben. Ist es vielleicht auch die Botschaft, diese Natur, vielleicht ist es auch dieser Change, den wir gerade durchmachen, wieder einen anderen Umgang mit dieser Natur mit zu finden und wieder auf Augenhöhe mit ihr zu kommunizieren und nicht als wir sind über den Dingen und die anderen sind unter uns, macht euch die Erde untertan, völlig egal, was es kostet. Es ist, du greifst gerade etwas vor, weil es ist, ich habe jetzt ein Video in Produktion und zwar ist das die Energievorhersage April 2020 und gestern Abend wurden mir die ersten Bilder dafür gezeigt, was ich dann auch erzählen darf und da geht es genau um das, um die Rückverbindung mit der Natur und zwar nicht nur einfach Pflanzen bei sich zu Hause zu haben oder Grünkost zu essen, sondern wieder sich als Teil der Natur selber auch wahrnehmen zu dürfen und im Austausch zu gehen und Next Level auch zu kommunizieren. Also das ist das, was jetzt auch ansteht. Das sind Menschen, die schon Pflanzen haben, ich zeige das mal, die streicheln Pflanzen etc. und geben ihnen liebe Worte. Das ist das eine, aber es geht hier wirklich zu anerkennen, dass aus meiner Wahrnehmung, dass wir wirklich auf einer Ebene sind. Und ich möchte dir noch was anderes Wichtiges sagen. Du hast vorher gesagt, wegen der Wissenschaft und den Medien und dass das jetzt auch bewiesen wird und wie viel Mensch kommt durch. Ich habe noch eine wichtige Info. Und zwar der letzte Indikator oder der letzte Kompass oder das ausschlaggebende Element seid ihr immer selber von den Informationen. Also egal, welches Medium was jetzt sagt. In dieser Zeit werden sehr, sehr viele Informationen gechannelt und zur Verfügung gestellt. Und jeder sagt ja etwas anderes aus seiner Wahrnehmung. Teils, weil es durchs System läuft, teils, weil sie Kontakt haben mit verschiedenen Wesen. Und ich möchte jetzt den Zuschauern wirklich bitten, dass die letzte Instanz für die Wahrheit ihr selber seid. Das ist ganz, ganz wichtig. Weil zum Beispiel ist es jetzt bei mir jetzt auch passiert, dass jetzt Fake-Nachrichten über mich im Umlauf sind, dass ich zum Beispiel Christina von Drein, eine liebe Freundin von mir, als nicht lichtvolles Wesen bezeichne und etc. Und dann fragen die Leute mich, ja, ist das wahr oder nicht? Und viele sagen dann, also mein Herz hat mir gesagt, nicht. Und dann geht mein Herz wieder auf. Also bitte überprüft alles, was ihr jetzt seht und konsumiert, ob dies mit euch im Einklang geht. Und wenn etwas nicht in Resonanz geht mit euch, lasst es einfach mal kurz sein. Das ist vielleicht noch ganz kurz, auch mit der Lena hat sie mir Informationen erzählt über
über den Präsidenten Trump. Die war mir neu. Ich dachte eben, es ist eine Doofbacke, gell? Und jetzt kriege ich da, er soll ein Lichtarbeiter sein. Das sind nicht Informationen von der Lena, sondern auch sie hat das gehört. Und ich habe es noch nicht überprüft. Und hiermit möchte ich auch noch etwas von ihr sagen, was sie gesagt hat, was ich den Menschen sagen darf. Es ist nicht wichtig. Das Wichtige ist, mit was wir uns beschäftigen. Schaut, was für euch jetzt gerade wichtig ist und mit was euer Herz sich jetzt gerade beschäftigen möchte. Für mich ist es nicht wichtig, ob Putin jetzt auf der lichten Seite ist oder nicht, was du alles im Privaten machst oder anderen. Für mich ist jetzt wichtig, in dieser Phase, wo wir uns dem Nullpunkt immer mehr nähern und auch die Erde schon eigentlich durch ist, dass wir in die Neuausrichtung gehen. Es ist jetzt eine Art Lehre da. Wir sollten aus meiner Wahrnehmung diese Lehre jetzt habe ich auch eine Gänsehaut, nützen, um uns auf das zu fokussieren, was wir jetzt manifestieren wollen. Wie wollen wir selber sein? Wie möchtest du sein? Was möchtest du tun? Wie siehst du die Welt? Denn das ist das, was wir jetzt erschaffen können. Die Energie haben wir jetzt zur Verfügung. Und darum bitte ich auch die Leute, sich nicht allzu fest ablenken zu lassen. Vieles ist auch eine Art Unterhaltung. Auch die Videos, die ich mache, dürfen auch, sage ich ehrlich, zur Unterhaltung dienen, auch wenn es meiner Wahrheit entspricht. Es gibt Leute, die sagen, das ist wie Fernsehen, tägliches Fernsehen. Und das ist auch in Ordnung. Aber lasst euch nicht ablenken. Und das Wichtigste aus meiner Sicht ist, schaut jetzt und investiert in euch selber gerade. Ja, das wird natürlich auch hoffentlich bald kommen, weil wenn die Menschen sich wieder mit der Natur wieder ganz anders auseinandersetzen, vielleicht ist diese Quarantäne, wie man es so bezeichnen darf, auch einmal ein Prozess, wie man und hinterher noch besser wieder auf die Natur zuzugehen und sich mehr zu freuen, wieder draußen zu sein, wenn es dann der Frühling kommt, dann wieder alle Gefühle, sage ich mal, aufblühen und mich da ganz anders, sage ich mal, wieder das wahrnehmen kann, wie ich es bisher gemacht habe. Und zwar wieder, wie vorher gesagt, wie du es auch gesagt, eben auf Augenhöhe, weil jedes Bewusstsein sich, sage ich jetzt mal, nicht sagen kann, das Bewusstsein ist jetzt besser, das ist weniger gut, ich bin ein Mensch und das ist nur eine Maus oder ich bin dieser Delfin und was ich, und ich bin mehr wert als wir der Rest, sondern nee, jeder macht in seinem, ja, sage ich mal, Biocontainer, wenn man sagt, in seiner Verkörperung die Erfahrung, die er machen muss, im Gesamtsystem, das ja alles zusammenspielt, das wir so noch gar nicht wissenschaftlich durchschauen, diese Komplexität, und versuchen dann immer zu tun, als wenn wir schon was wüssten. Eigentlich wüssten wir noch gar nichts. Wir wüssten nur, dass diese Phänomene existieren, dass dieses größere Sein da ist und wir noch viele Überraschungen überleben werden. Da hast du absolut recht, da gebe ich dir sehr gerne recht und ich finde es auch gut, dass du darauf hinweist und ich möchte noch gerne einen Impuls geben. Die Rückverbindung mit der Natur ist das eine. Für mich ist aber Spiritualität das, was wir im Alltag erleben können. Und ich möchte euch gerne ein Beispiel sagen, auch von der neuen Zeit, eine Qualität der neuen Zeit und zwar, dass es keine Hierarchien mehr gibt in der Arbeitswelt. Ich habe selber jemand, der mir hilft mit meinem YouTube-Channel. Ich habe andere, die helfen mir beim Übersetzen etc. Es gibt keine, aus meiner Wahrnehmung, in dieser neuen Welt, die wir jetzt erschaffen, keine Chefs mehr und keine Arbeiter mehr, sondern wir sind auf Augenhöhe. Und so frage ich die das macht für mich, meine Mitarbeiterin, welchen Lohn möchtest du haben dafür? Was geht mit dir in Resonanz? Und ich bitte euch auch diesmal zu überprüfen, ihr seid keine Arbeiter mehr, ihr seid keine Chefs mehr. Es geht hier, wir sind zusammen, auf einer Augenhöhe. Und schaut, dass ihr das nicht mehr gegeneinander ausnutzt. Ja, da hast du natürlich jetzt eine soziale Entwicklung, eine gesellschaftliche Entwicklung, eine wirtschaftliche Entwicklung, es hängt ja alles miteinander zusammen wiederum. Aufgezeigt, die wahrscheinlich dann folgen wird, wenn wir jetzt dann durch diese Erkennungskrise, nenne ich es jetzt einmal, durchgegangen sind, durch diese Chancenkrise. Alle YouTube-Videos laufen ja gerade auf ein ähnliches Ergebnis hinaus. Es passiert etwas Ungewöhnliches, nicht Verständliches, das irgendetwas mit uns macht und es liegt an uns, ob wir das positiv oder negativ nutzen und es wird auch hinterher diese Veränderung weitergehen.
das ist, glaube ich, auch eine ganz, ganz genau. wichtige Botschaft. Und ob die jetzt, sage ich mal, von den Asiatischen kommt oder von den anderen Wesen, die ihn verkörpert hier, sage ich mal, in diesen anderen Dimensionen hier uns Informationen zur Verfügung stehen, die sagt, okay, konzentriert euch auf euch, du sagst ja selber, bleibt bei euch, spürt es in euch rein und nehmt nicht einfach irgendeine Information, die euch unterkommt, für bare Mütze, sondern ihr spürt es selber, was Wahrheit ist und was nicht Wahrheit ist. Und da haben wir uns natürlich auch sehr viel so outgesourced und haben andere überlassen, für uns die Wahrheit zu finden. Genau. Und ich habe ja sehr viele Videos jetzt gemacht, sehr im spirituellen Bereich, was den Umbau der Körper betrifft und sehr, sehr viel über Energien geredet. Und das läuft jetzt auch weiter. Bei sehr vielen ist das initiiert. Ich sehe das an meinem Lebenspartner, wie er sich da entwickelt und wie seine Kanäle aufgehen und er plötzlich anfängt wahrzunehmen etc. Und jetzt kommt aber auch eine Phase, dass wir das, was jetzt integriert ist, dass wir das jetzt wirklich im Außen anfangen zu schöpfen. Bei unserer Familie, liebevolle Kommunikation, bei unseren Kindern, dass wir Frieden geschlossen haben mit Vergangenheit, Zukunft, dass wir es in der Arbeitswelt integrieren, dass wir neue Geschäftsmodelle entwickeln zum Wohle des Ganzen, dass wir kein Bullshit herstellen, irgendwelche Plastikteilchen, die niemand mehr braucht, sondern dass wir Sachen jetzt wirklich auch anfangen zu erschaffen, die langfristig zum Wohle dienen und nicht mehr und nicht weniger. Und dass das liegt mir extrem am Herzen, diese neue Geschäftsmodelle. Und ich werde da Videos darüber machen. Du bist jetzt einer der Ersten, der ich das erzähle, dass man das nicht einfach immer nur abschwebt und diesen schönen Energien. Und ich liebe es. Ich liebe es, mit Metatron zu channeln. Ich liebe es, Energien zu geben. Es ist wundervoll. Ist aber ein Teil. Es ist ein Teil des Ganzen. Nancy, das wird aber natürlich sein, dass klar, das, was du gerade sagst, das ist ja fast zwangsweise auch ein Thema, das kommen wird. Wie werden wir in Zukunft anders wirtschaften? Braucht man dieses grenzenlose Wachstum, das uns jetzt gezeigt hat, wo die Grenzen liegen, dass es nicht mehr funktioniert? Und da hat ja auch die Wirtschaft Angst gehabt. Oh, was ist denn, wenn wir nicht mehr grenzenlos wachsen können? Wo stürzt man denn dann hin? Ja, stürzt man hier ab? Wir sind ja gerade abgestürzt, wir haben gerade einen Shutdown. Jetzt müssen wir dann versuchen, das anders aufzubauen, anders zu machen. Da werden wieder kreative Köpfe notwendig sein. Aber mit diesen Basispunkten, die du gerade gesagt hast, Dinge herzustellen, die nachhaltig sind, die länger halten. Ich brauche nicht hier diese Sollbruchstellen drin oder diese Illumensenz, glaube ich, das bedeutet, dass ein Gerät irgendwann nach einer bestimmten Zeit kaputt geht, damit ich wieder Neues kaufen kann. Alle diese Dinge werden wir überdenken müssen. Das ist jetzt die Chance, genau, Nepomuk. Es ist jetzt die Chance, die jetzt so viel Zeit schenken. Obsoleszenz, glaube ich, heißt es. Jetzt liege ich. Und jeder von uns kann jetzt, der zu Hause sitzt und sich vielleicht um seine Existenz Zukunftsängste hat oder Existenzängste hat oder ein Geschäftsmodell hatte, was bis jetzt funktioniert hat und vielleicht jetzt eben nicht mehr, und sich jetzt überlegen, wohin möchte in die Zukunft gehen und was könnte man jetzt Neues kreieren, weil das Feld geht jetzt auf. Und jetzt komme ich wieder zum spirituellen Bereich. Denn alles, was zum Wohle des Ganzen ist, wird jetzt mit sehr viel Energie gespiesen und geboostert. Also ich nenne das Booster. Die gehen jetzt auf. Und ich habe das gesehen, dass diese Erfindungen auch, ich habe ja auch das Gefühl zuerst gehabt, dass die Elektrizität etc. ausfällt, rund um diesen Nullpunkt herum. Die Informationen kamen von Uwe Breuer, von meinem lieben Freund. Ich habe das jetzt für mich überprüft und durfte jetzt sehen, dass das wahrscheinlich nicht der Fall sein wird, sondern dass es eine Art jetzt, also ich sehe gerade aus meiner Wahrnehmung, dass die Erfindungen, die nicht neu sind, aber die jetzt nicht keimen durften, weil das verhindert worden ist, dass sie jetzt rauskommen. Die blubbern jetzt überall raus. Ja, da gibt es natürlich viele dieser Dinge, wenn man sagt, Nullpunktenergie, Vakuumenergie, wie auch immer diese Sachen dann heißen, der offiziell heißt, diese Dinge haben wir nicht erfunden, wir brauchen ja irgendwie einen anderen Antrieb, aber die Sachen natürlich, sind natürlich da, die können auch weiterentwickelt. Und dass es auch die Energie hat, dass es auch rauskommen kann und jetzt wird es unterstützt. Also man kann es nicht mehr aufhalten. Was aber auch, glaube ich, ganz wichtig ist, wenn man so sagt,
Ich kenne ja die Zahlen, zum Beispiel 95% der kreativen Menschen zum Beispiel in Deutschland verdienen weniger als 5.000 Euro im Jahr. Jetzt sind aber gerade die kreativen Menschen in den Künsten, ob der jetzt singt, spielt, schreibt oder irgendwas macht, sind ja die eigentlich, die uns, sage ich jetzt mal, ja, kreativ am Leben erhalten, die uns die Muse bringen, die, sage ich mal, wo wir uns hinsetzen und zuhören und zuschauen. Und die sind eigentlich diejenigen, wie wahrscheinlich wie die, eben wie die Krankenschwester und die Kinderpfleger auch, die dann am wenigsten honoriert werden. Ich glaube auch, das sollte sich unbedingt ändern. Weil was ist denn eine höhere Fähigkeit als Kreativität? Hat sich schon geändert, Nepomuk. Es hat sich schon geändert. Es ist im Feld. Ich werde jetzt, wie soll ich das sagen? Ich habe das bei mehreren jetzt auch schon gesehen, dass das läuft. Es geht in erster Linie darum, diese Menschen, die so viel Wertvolles in sich tragen, dürfen jetzt Ja sagen zur Fülle. Mit diesem Ja zur Fülle, ich bin Fülle, fühlest du mich herum, das, was ich tue, ist wertvoll, öffnen sie das Tür, die Tür zur unendlichen Fülle, zum Geld, zum Geldwesen. Dieses Geldwesen wartet darauf, wartet auf euch, endlich zu euch kommen zu können. Es hat immer wieder angeklopft. Aber mangels Selbstbewusstsein, mangels daran, dass wir es uns nicht wert waren, konnten wir es nicht reinlassen. Geld ist neutral, es ist ein Tauschmittel, es ist, ich liebe es, es springt herum und für mich hat Luftballone und etc. Und wenn wir so mit dieser Energie anfangen zu kommunizieren und wirklich sagen, es ist gut, es fließt zu mir, es ist ja alles da und wir das Geld für etwas Gutes nützen, so kommt das dann auch. Und das ändert sich jetzt gerade sehr, sehr stark. Also aus meiner Wahrnehmung geht da eigentlich auch ja das auf, dass die Menschen, die was Gutes in die Welt bringen, dass das honoriert wird. Ich bin ja eine davon. Ich sehe es ja bei mir. Ich sehe es ja bei mir. Ich hatte 2 Wochen lang habe ich mit dem Geldwesen gearbeitet und auch mit der Selbstreflexion. Ich hatte bei jemand Hände aufgelegt und der sagte, du, Nancy, was du gerade getan hast, ist 100 Franken oder 100 Euro wert. Und ich, okay, ich habe das immer gratis gemacht. Und da sagte er, nein, das ist 100 Euro wert. Ja, dann bin ich nach Hause gegangen und dann hat es Klick gemacht und habe gesagt, okay, dann nehme ich das jetzt an. Und eine Woche später habe ich angefangen zu arbeiten, zu wirken. Ne? Und seitdem fließt es in ja, es fließt gut zu mir gerade. Ja, Nancy, das ist ja auch das, was wir jetzt gerade tun. Viele Menschen sehen natürlich diese Beiträge, klicken die an etc. und gehen natürlich selbstverständlich davon aus, dass du und ich hier sitzen, den ganzen Tag hier den Menschen, sage ich mal, Informationen bringen, aber zahlen dafür, das geht natürlich nicht, weil wir zahlen ja schon die öffentlich-rechtlichen Gebühren etc. Warum soll man mir für unsere Arbeitszeit, warum soll man mir für unsere Tätigkeit das kostenlos machen? Also auch unser Strom, unser Wasser und alles Nahrung, was wir brauchen, und unsere Miete, die kostet genauso viel wie bei den anderen. Oder wie siehst du das? Ich bin es mir wert, dass ich sehr gerne jetzt den Ausgleich annehmen darf, damit ich ins Café gehen kann, auch wenn sie jetzt gerade geschlossen sind, damit ich das Zugbillett meiner Töchter zahlen kann, damit ich meiner großen Tochter auch mal 100 Franken geben kann. Ich bin mir das wert. Und das ist eben genau der Punkt. Und das konnte ich zeitlebens nicht. Und die Menschen, die sagen, warum stellst du das nicht zur Verfügung? Doch, ich tue es ja. Die YouTube-Videos sind ja auch frei. Und gleichzeitig habe ich unter meinen YouTube-Videos die Möglichkeit gegeben, die den Wunsch haben, mir einen Ausgleich zukommen zu lassen, dass sie das tun dürfen. Es ist aber frei. Ja, das ist, ich bin das auch noch einmal herausfinden, aber es fühlt sich gut an. Es ist schön. Ja, es ist gut, eine schöne Energie. Oh, noch was. Vielleicht auch noch was. Wir sind eine Waagschale, eine Waage. Wenn wir immer nur geben, ich habe zeitlebens immer gegeben, 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 dann war das so und ich kam im Mangel. Das war nicht gesund. Diese Waagschale sollte gegeben werden. Ich darf genauso viel, ich durfte lernen anzunehmen, wie ich gegeben habe. Dann kommen wir wirklich in die göttliche Fülle, weil die ist ganz. Ja, schön, dass wir das angesprochen haben, weil es ja immer noch, sage ich jetzt mal, so Denkmuster gibt. Und jeder hat durch seinem YouTube-Kanal natürlich, wie du gesagt hast, wenn ihr spenden wollt oder wenn ihr unterstützen wollt, macht es bitte. Ich sehe leider, dass hier die Eingänge, so 5 Jahre immer einer, das natürlich keine
keine Geschichte, aber ich glaube, ich gebe dir recht, vielleicht, wenn man das ins Feld setzt und sagt, okay, Leute, das ist heute schon selbstverständlich, wenn du zum Bäcker gehst und nimmst das Brötchen, dann kriegt er auch sofort seine Gegenleistung. Und wenn ich ein YouTube-Video angeschaut habe, etc., dann gehe ich natürlich sofort und sage, okay, hier gebe ich meine 5 Cent, 10 Cent, 1 Euro, was weiß ich nicht, was jeder leisten kann. Dann habe ich gesagt, na gut, die arbeiten, die tun Informationen für uns zusammentragen, die ich selber vielleicht so nicht zusammentragen kann. Nennt sie. Das ist auch eine schöne Anerkennung auch für uns selber. Wenn das so dieser Ausgleich auch kommt, dann sehen wir, dass unsere Arbeit etwas wert ist und dann wächst unser Selbstbewusstsein eben auch dadurch. Das darf ich auch sagen. Ja, liebe Nebenwerk. Genießt euer Leben, um Gottes Willen. Ihr habt jetzt Zeit. Seht das Positive. Nützt die Zeit, euch selber neu zu erschaffen, um zu schauen, wo ihr hin wollt. Und nützt auch die Zeit, Frieden zu schließen mit eurer Vergangenheit gerade. Denn ihr könnt nur weitergehen, wenn ihr Frieden in eurem Herzen tragt. Jeder, auch eure Eltern oder eure Kinder, haben immer ihr Bestes gegeben. Wenn wir das sehen können und friedlich mit unserer Vergangenheit sind, können wir uns für die Zukunft öffnen. Ja, Nancy, dann würde ich sagen, herzlichen Dank für das Gespräch. Man sieht ja schon mal an deinem Bild, dass du ja schon in der Zeitlosigkeit angekommen bist, weil da steht schon alles. Aber wie gesagt, die Botschaft, die haben wir ja gehört. Hofft man, dass wir es bald wieder hören und sehen. Und danke dir. Hab ich gefreut. Bis bald. Mach's gut, Nepomuk. Tschüss.